Gestern 3:0 im Pokalfinale. Wie hast du das aus Fansicht erlebt? Ja, es war die Krönung einer nicht so tollen Saison. Aber Gott sei Dank haben wir das letztendlich das Double geschafft. Und anscheinend auch so, wenn wir nicht 100% in Form sind, sind wir zu stark für die Konkurrenz. Also ich habe mich sehr gefreut und auch für die Spieler, für die drei, die sich verabschieden, ein letztes Pokal. Und für den Trainer auch, für Kovac, die eine gute Arbeit geleistet hat. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht dann. Bayern München, alle! Wollen wir sie rauslassen? Hä? Wollen wir sie rauslassen? Hier ist der FC Bayern München. Lasst uns miteinander feiern. Hier sind die beiden. Die Salatschüssel, die berühmte. Und der Pott. Hier sind sie für euch. Die Mannschaft mit diesen beiden Trophäen. Der FC Bayern. FC Bayern, Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen. Bei dir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern. Deutscher Meister, ja, so heißt er, mein Verein. Ja, so war es und so ist es und so wird es immer sein. Wie sind die Champions, die Mannschaft des FC Bayern München, der Doublesieger 2019. Hier ist Robert Lewandowski. Roberto! Robert, kurze Nacht. Und gestern natürlich, was war das für ein Spiel? Hein? Ah. Franck Ribéry, 12 Jahre beim FC Bayern München. 9-mal deutscher Meister, 6-mal DFB-Pokal, Champions League-Sieger 2013, Weltpokal. Franck, komm noch mal vor. Wir danken dir für alles, was du für diesen Verein getan hast. Franck Ribéry. Dankeschön. Ich habe schon gesagt, für 12 Jahre zusammen war richtig eine tolle Zeit. Wir haben gewonnen, alle zusammen. Und du weißt, sie bleibt ganz leben. Wir können nicht vergessen, was wir haben gemacht zusammen. Dankeschön für alles. Dankeschön für mein Team. I love you. Merci. Komm her, Junge.
Ich halte es kurz, ganz kurz. Ich möchte mich nur bei euch bedanken. Es waren, wie gesagt, 10 wundervolle Jahre. Viele Titel haben wir zusammen gefeiert. Wir waren sehr erfolgreich. Und wir haben uns von ersten Tag an mit meiner ganzen Familie hier wohlgefühlt. Und dafür sage ich halt vielen, vielen Dank. Und wie immer, Mia Samia, und ich bleibe immer einer von euch. Auf dem Weg hierher sind mir ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen, beziehungsweise ein Gedanke, und zwar vor genau 16 Jahren standen wir auch hier oben, allerdings in einer anderen Funktion. Der Brazzo, mein Bruder Robbie und ich noch als Spieler. Und 16 Jahre später können wir hier als Trainer oder als Staff-Team mit euch zusammen, mit unseren Spielern, das Double erneut feiern. Das freut mich und das ist eine schöne Erinnerung, die ich von damals bis heute mitnehmen durfte. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, das ist auch gut so, ich möchte mich bei unseren Jungs bedanken. Könnt ihr euch vorstellen, was wir ja alles hier durchmachen mussten diese Saison. Das, was die Jungs hier geleistet haben, ist einzigartig. Viele haben uns abgeschrieben, aber das zeigt den Charakter dieser Jungs. Und Kompliment, Jungs, nochmal hier vor allen. Großes Dankeschön und großes Lob an euch. Aber die Spieler sind nicht allein dafür verantwortlich, dass es so gut lief dieses Jahr mit dem Double, sondern auch unsere ganzen Mitarbeiter, sei es diejenigen, die um die Mannschaft unmittelbar sind, beziehungsweise diejenigen, die in der Geschäftsstelle arbeiten. Jeder hat seinen Teil, seinen großen Teil dazu beigetragen, dass wir aus dieser doch kleinen misslichen Lage rausgekommen sind. Auch Ihnen ein großes Dankeschön für die Unterstützung und für die Hilfe, die Sie geleistet haben. Ja, und jetzt, last but not least, möchte ich mich bei euch allen bedanken. Ihr, die ihr Woche für Woche immer wieder uns folgt, sowohl im Auswärtsspiel auch als im Heimspiel. Wir hatten schwierige Zeiten, ihr stand immer hinter uns, ihr habt uns immer unterstützt. In guten ist es leicht, in schwierigen umso schwieriger, aber ihr wart immer da. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft und auch gestern nicht. Dafür vielen, vielen Dank. Bleibt so, wie ihr seid. Ich liebe euch. Alles Gute, feiert schön, danke. Servus. VfB aus Minge. Servus. Liebe Bayern-Fans, auch dieses Jahr wieder herzlich willkommen am Marienplatz, auf dem Wohnzimmer der Bayern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand diese Saison absolut sensationell. Zur Jahreswende haben noch viele gemeint, dass es das ja nicht mehr klappen kann. Mein Dortmunder Kollege hat mich immer dann, wenn ich ihn getroffen habe, so mit leicht süffisanten Lächeln begrüßt. Das kann ich ihm jetzt wieder zurückgeben. Es war ein grandioses Finale. Ein grandioses Finale im Stadion. Und oh, du, pass auf. Dann gestern noch ein absolut souveräner Pokalsieg, den uns der Manu festgehalten hat, unbedingt, und den Robert mit einem Kopfballtor begonnen hat, wie ich es so noch nie gesehen habe. Also sensationell. Das war jetzt der 29. deutsche Meistertitel und die 19. DFB-Pokaltitel. Ihr wisst, was nächstes Jahr kommt. 30 Mal deutscher Meister, 20 Mal DFB-Pokal und in der Champions League greift der FC Bayern wieder an. Alles Gute dafür. Bis nächstes Jahr. Dankeschön, Dieter. Der Münchner Oberbürgermeister. Ein echter Roter. Manuel, komm her.
Du hast ja schon Übung im Halten von das ganz schön schwer, so ein Ding, oder? Ja, genau. Gerade wenn man zwei halten muss, wie gestern oder heute. Dann wird es dann langsam schon schwierig. Manu, diese Meisterschaft, dieser Pokalsieg, wie hast du ihn empfunden? In deiner internen Rangordnung. Spannende Saison. War eine sehr spannende Saison auf jeden Fall, weil es bis zum Schluss alles noch offen war. Ich glaube, im Winter hat nicht jeder an den FC Bayern geglaubt, aber das Wichtige war, dass die Fans, der Verein, die Spieler, wir haben an uns geglaubt und bis zum Schluss gekämpft, zusammengehalten und das war das Entscheidende. Und deshalb haben wir auch verdient die zweite Serie wirklich gut gespielt und haben wieder dominiert und dementsprechend sind wir auch verdient Doublesieger geworden. Deutscher Pokalsieger, FCB. Deutscher Pokalsieger, FCB. Vielen Dank an alle. Meine Damen und Herren, der Mann ist bekannt, na bist du deppert. Eine Perle, du Felix Austria, David Alaba. FC Bayern. Du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. FC Bayern, deutscher Meister, ja so heiß.